Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von Let's Play Lufia. Nachdem wir ja im letzten Part jetzt noch Gott sei Dank das Rätsel hier beenden konnten und sogar damit den Part nicht mit einem Absturz beenden mussten, also zumindest nicht ein Absturz von Seite des Spiels, können wir ja jetzt hier ganz beruhigt weitermachen. Haben wir jetzt diese super OP-Waffe bekommen, mit der wir eigentlich alles wegschlachten. Ich sehe, ich habe kein Leben mehr. Ich sehe, ich habe noch weniger Leben. Ja, die eine ist schon mal wieder gut verkackt, aber hey, who cares. Hier kann ich mich hier schön mit dem Heilzauber hier, so. Joa, ich habe bei letzter Folge mal geguckt, nicht ganz so viel mit dem Ghetto-Slang um die Ecke zu kommen. Ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob es da irgendwie mal Kommentare zu gibt. Weil ich meine, wer außer meine Kumpels soll ich das schon groß ansehen, was ich hier gerade noch mache. Das Doofy Let's Play wird wahrscheinlich gefühlt null Aufmerksamkeit bekommen. Also, wie mein ganzer Kanal im Prinzip, aber... Das Problem ist, dass wenn jetzt auch mal jemand versucht, jetzt sagen wir mal Let's Play Lufia sucht und er sieht meinen Kanal, dass mein Kanal jetzt dieses Let's Play hochgeladen hat. Und mein Kanalname ist ja Arti. Und das Dumme ist, dass einer der Hauptcharaktere in dem Spiel halt auf Englisch auch Arti heißt. Auf Deutsch heißt er anders, aber auf Englisch heißt er halt auch so, genau wie ich. Das heißt, mein Lufia Let's Play ist so gut wie unfindbar. Ich denke, es macht so unterhaltsam, dass das ja deswegen ein ziemlich gutes Probe-Display wird. Es sind jetzt natürlich Deutsche, die das suchen, aber die finden dann wohl auch eher die englischen Let's Plays, also haben wir hier gefühlt drei Leute, die sich das geben. Bis Folge 2. Also auf jeden Fall nicht zu viel Fortschritt. Aber hey, darum soll es auch gar nicht gehen. Ist ja alles Übung und so. Macht auf jeden Fall Bock, dass er alles so zusammenzubauen, wie es ist. Also okay, die spielen noch alle in- und auswendig. Nicht in- und auswendig, aber... Nach ein paar Jahren ist es sich doch mal wieder zu geben, vor allem Lufia. Was ja ein für mich eines der absoluten drei Top-Favoriten der SNES-Spiele damals war. Da gab es Lufia, Terranigma und Secret of Evermore. Das sind so die drei Top-Spiele von damals, an die ich mich erinnern kann. Es gab natürlich noch genug andere gute, aber ich glaube gerade, ist nicht so gut. Aber das sind so die drei Spiele, mit denen man echt eine Menge Spaß haben konnte, also. Vor allem Lufia, storytechnisch absolut bestens. Ich glaube, ich komme mit meinem Heilungszauber nicht sehr weit. Also auf jeden Fall, da war das noch eine ziemlich gute Story. Auch wenn ich jetzt natürlich alles ein bisschen auf den Arm nehme, aber es soll ja auch unterhaltsam werden, oder? Deswegen kann man das doch schon mal machen. Ich parodiere mich ja sowieso die meiste Zeit selbst. Nicht wahr, du Adler? Ich wüsste jetzt, welcher Kumpel was mit dem Adler anfangen könnte. Der wisst, welcher gemeint ist. So, den haben wir immer noch nicht. Oh nein. Boah, ich dachte schon, das war's. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit dem No Equip Run wirklich machen würde, dass ich mir einfach das ganze Spiel über einfach keine Rüstung kaufe. Und keine Waffen. Weil an sich wäre es doch eine ganz nice Challenge, wie ich finde, weil das Spiel hat jetzt nicht so den Mega-Schwierigkeitsgrad. Das ist jetzt nur noch die nächsten paar Bosse so und danach ist eigentlich relativ easy. So, die schlafen One-Hit. Locker. Jetzt kommt nämlich der Krabbeltöter zum Einsatz. Der macht nämlich 1,5 mal Schaden gegen Ungeziefer, Käfer und sowas. Das heißt, dass es hier auf jeden Fall schon mal sehr gut weiterhilft. One-Hit. Die Namen der Gegner werden übrigens auch noch ziemlich lustig, wenn da solche Kobolde ankommen und sowas. Natürlich auch alles keine Gegner, aber ich hätte mich heilen sollen. Nein. Fuck. Ja komm, bitte keine Cars kalten, sonst kann ich direkt reloaden. Puh. Okay, vielleicht lässt das mit dem keine Rüstung kaufen doch lieber sein. Naja gut, mal gucken. Mal gucken, wie die Kurve noch wird.
Weil man kann sich nämlich vom Prinzip her die beste Rüstung sowieso immer im Laden kaufen. Es gibt nur sehr wenig Sachen, die sagen wir mal jetzt, die man findet und wirklich viel besser sind. Wenn man dann im letzten Part des Spiels angekommen ist, bekommt man sowieso die Rüstung alle hinten reingeblasen. Ist dann auch kein Problem mehr. Aber ich werde nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, so ein paar 100 können wir auch mal drüber reden. Ich habe ja nicht auf die Zeit geachtet, ne? Auch gut. Jetzt weiß ich wieder nicht, wann das Spiel abstürzt. Weil irgendwie ist es mit diesem Emulator, den ich hier habe. Das ist der SNES 9X Version 1.52 von Emu Paradise, der Emulator für SNES. Also macht auch andere Sachen. Aber bei dem ist halt so, der funktioniert echt super und alles. Und der hat auch jetzt mit die beste Qualität, wie ich finde, aber ich weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt, dass der exakt immer so um die halbe Stunde rum einfach krepiert. Stört einfach ab. SNES 9X funktioniert nicht mehr. Fehlermeldung. Ist nicht weiter schlimm, weil neu starten hält das Ganze ganz einfach, aber wenn man jetzt mal nicht auf die Zeit achtet, so wie ich gerade. Ich weiß natürlich jetzt noch, wie lang es etwa ist, aber. Nice, Jaguar. Das kann schon ein bisschen frustrierend sein, wenn man nicht gespeichert hat, wie ich im ersten Part halt. Es ist dann nicht so schön. Da, was macht das Schönes? Ja, Abwehr plus 5, Bewegung hoch. Cool. Ach, ich darf das Heilen immer nicht vergessen. Gut, das Heilen hat sich schon erledigt. Schon gar keine MP mehr dafür. Gott, verdammt nochmal. Ich bin wohl doch nicht so High-Level, wie ich dachte. Naja gut, den Babyfrosch hat man doch nicht bekommen. Freue mich dann schon, wenn ich dann mir im November einen neuen PC gegönnt habe und nochmal richtige Aufnahmen machen kann. Ich meine, das Retro-Zeug und alles ist ja verdammt cool und so, aber es ist halt einfach nicht die Mode. Nicht, dass man unbedingt mit der Mode mitgehen müsste, aber für irgendwen muss man ja hier das ganze Zeug aufnehmen. Ich habe drei meiner Kumpels, die sich das angucken, von denen ich zumindest weiß, dass sie ab und zu mal reingucken. Aber so ein paar andere Leute finden, also so zwei, drei mehr, die da auch mal Feedback geben, das wäre eigentlich gar keine schlechte Sache, wie ich finde. Die dann auch mal quasi sagen, joa, das könntest du zum Beispiel verbessern. Oder so ein paar richtig geile Hater, die dann so sagen, boah, klingst voll der Hurensohn, du Bastard, Rammeler, Rammeler. So, Ghetto-Slang ist wieder da. Finde ich gut. Nicht, aber egal. Was hier? Nein. Hier? Doch. Seehöhle. U3. So. So. Muss ich mal das Rätsel lesen? Ja. Stumm. So. Und so. Ja, da muss ich mal das Rätsel lesen, um zu wissen, was zu tun ist. Yeah, nice. Schlüssel. Mann, nee. Also. Ich dachte eigentlich, dass da hinten gerade noch irgendwas sein könnte, aber da habe ich mich auch mal vertan. Also wie gesagt, nochmal zum Spiel selber. Storytechnisch ist es auf jeden Fall sehr gut. Für damalige Verhältnisse auf jeden Fall eins der besten Spiele. Es war auch eins der letzten Releases für den SNES. Wie gesagt, 1990 erschien der SNES. 1995 kam das Spiel raus. Aber fällt gerade auch ein Spiel, ein viertes Spiel ein, was man sich dann noch unbedingt mal geben müsste. Nämlich Chrono Trigger. Das war auch ein unfassbar gutes Spiel. Auch eins der letzten Releases. Aber die vier, die ich jetzt genannt habe, die haben alle quasi sind storytechnisch richtig gut und naja, das Gameplay ist halt so gut, wie es halt damals sein konnte. Chrono Trigger ist sogar grafisch richtig gut. Ich habe es auf dem Handy gespielt als Emulator. Da kann ich das grafisch sogar ziemlich gut geben. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir nicht Final Fantasy oder so mal kaufen sollte. Also richtig für Android kaufen. Aber hätte ich halt keine Möglichkeit, es aufzunehmen. So. Kommt noch? Nein. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass jetzt nochmal ein Dingens kommt. Muss ich nochmal zurückgehen. Nochmal ein Heilpunkt, weil
Und nach Heldpunkt wäre ich jetzt ziemlich am Arsch, so zu betonen. Präventiv, nein. Weil ohne MP brauche ich gleich in den Kampf gehen. Da vernichtet der uns ohne Probleme. Ist nur ein Speicherpunkt? Ich muss wirklich wieder hochgehen? Na toll. So, muss halt nochmal. Nein! Fuck off. Komm, jetzt aber. Bitte nicht nochmal. Ich weiß, mit der Steuerung nie packen. Ich. Fuck! Jetzt aber. Hier lang. Jetzt bin ich ja wieder respawned. Naja, gut, ist natürlich ein Ding. Dank über OP-Ausrüstung alles kein Problem. Ja, komm, du auch noch. Ich weiß gar nicht, ob die Blobs auch Präventivschläge bekommen oder bekommen können, weil die haben ja nicht wirklich eine Vordere und eine Rückseite oder beziehungsweise Seiten an sich. Ist einfach nur so runde Viecher quasi. Ja, komm. Tun wir halt noch ein bisschen leveln. Ja, fast tot. Normalerweise fange ich das Spiel immer so an, dass ich mich auf der ersten Insel bis auf Level 7 prügel. Und das reicht noch eigentlich. Die nächsten paar Städte dann nur so die Story zu spielen. Und da ich das natürlich jetzt nicht gemacht habe, habe ich natürlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten. So, One Hit. Schaffen wir es? Nein. Oh. Das war eine ziemlich krasse Technik, die er mir gedrückt hat. Ich habe gerade ernsthaft. Hat er mir gerade ernsthaft. Ach nee, warte, ich wollte gerade sagen, hat er uns eine bessere Waffe gedroppt, aber wir haben bei den Krabbeltöter, der natürlich um Längen besser. Der Degen ist eine der ersten Waffen, die man sich kaufen kann. Die macht, glaube ich, 2 oder 3 Angriffe hoch. So halt nicht sehr viel. Kann ich aber noch verkaufen oder so. So, dann nehmen wir uns den Kleinen doch mal vor. Den kleinen Boss. Nochmal machen. Nein. Ich versuche die Parts immer so klein, also relativ klein zu halten. Hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Weil am ersten Mal kam halt der Intro-Schnitt, der schon 10 Minuten genommen hat. Und da ist dann vom eigentlichen Spielpart nur 17 Minuten übrig geblieben, bis es zum Absturz kam. Der zweite ist jetzt keine Ahnung 25, weil ich nicht auf Zeit geachtet habe. Und hier sind wir auch schon wieder, glaube ich, auf die 10 Minuten Grenze gegangen. Ich versuche meine Parts immer so auf 20 Minuten zu halten, aber wie gut oder schlecht das funktionieren wird, das werden wir ja erst noch sehen. Ich meine, was ist schon dabei, wenn die Parts ein bisschen länger sind? Daran, das macht er jetzt nicht aus. So, am besten noch ein bisschen Fortschritt im Spiel. Ist halt immer eine Sache des Bearbeitens und des Renderns, weil wenn du da auf einmal zu viel Material auf einmal hast, dann ist auch kacke. So, aber speichern möchte ich jetzt nochmal. Speichern, da. So, kurz das Spiel zum Stoppen bringen. So. Klick wieder die absolut epische Synchronstimme. Guckt ihn euch an. Gut, bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor ich ernsthaft verletzt. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn die Erde beben lassen, wird jemand kommen. Deine Erdbeben stören uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Ich habe mich vergessen zu heilen, oh mein Gott. Hab ich eigentlich eine Zorntechnik? Ja, habe ich. Ah, okay. Kann man machen. Ich glaube, ich muss mich direkt heilen, weil der hat nämlich so eine Spezialattacke, mit der kann er mich auch ganz schön zerlegen. Na gut, die Heilzauber sollten erstmal eine Weile den Job machen. Der Bomber drückt auch ganz gut Schaden. Was macht denn mehr Schaden? Bomber oder normaler Angriff?
Ja. Ach nee, warte, ich glaube, der Bomber war ja einfach nur für. Ah, das war die Spezialattacke. Ich glaube, der Bomber ist einfach nur für alle Gegner gedacht. Also, wenn es mehr Gegner sind, mit derselben Stärke alle angreifen. Weil da kommen nämlich noch Gegner, die Verstärkung rufen. Also, jetzt ab von den Fledermäusen. Und Gegner, die auch in hoher Zahl erscheinen. Schauen wir mal, 5 auf einmal. Da gibt es noch sehr spezielle Gegner, die meinen, eine extra Behandlung für sowas zu brauchen. Muss man natürlich nicht über solche Sachen reden, weil es gibt deutlich bessere Zorntechniken als Bomber. Aber wenn man es schon mal dabei hat, da habe ich noch was die Werbung Gold dafür ausgegeben habe, geht das schon klar. Oh, ich würde so gern die Melodie mitsummen, aber ich habe Angst, dass es dann wieder nicht synchron wird. Weil ich habe ja die Audiospur, also wenn ihr das interessiert, die Audiospur und die Videospur laufen ja getrennt. Und ich tue das hinterher übereinander legen und das geht halt nicht genau perfekt. Natürlich ist es so, dass man es jetzt nicht mitbekommt, wenn es halt nicht solche Sachen sind. Das fällt dann nicht auf, aber wenn ich hier sowas mitsummen würde, das hört man ja dann im ersten Part schon ziemlich stark rausgehört. Dass es da nicht ganz so geklappt hat, wie es sollte. So, macht der eigentlich jedes Mal jetzt so viel Schaden? Wollte ich mir gar nicht mal heilen, wenn er mir jedes Mal jetzt hier drückt. Was mache ich denn am besten? Ich kann mich nur dreimal heilen, Herr Stark. Finde ich nicht korrekt. Also jetzt heile ich mich noch eben, dann kann ich wieder angreifen. Aber was ich dann mache? Wie gesagt, ich wäre für gewöhnlichen normalen Lucia Run jetzt schon ein paar Level höher und hätte wahrscheinlich noch andere Ausrüstung. Naja gut, Level 7. Oh, hey. 5 Erfahrung, 5 Goldmünzen, Level Up ist da. Oh, kein Drop. Schade. Autsch, aufhören, ich gebe auf. Es wird keine Erdbeben mehr geben. Versprochen. Ich werde im See erst mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Damit dann wiederkommt und weiter eine Beben hier. Eine Beben durchzieht. So. Erstmal, gut, heilen ist noch nicht nötig. Speichern klingt gut. So. Jo, damit hätten wir Boss Nummer 2 auch geklatscht. War schon ein bisschen härter, aber das war halt schon gefühlt einer der schwersten Kämpfe im Spiel, weil man hier noch alleine ist und hier wirklich nur aufs Equip ankommt. Und wie viel MP man hat. Also ohne Heilungstower ist man hier eigentlich schon relativ. Ich werde das mit dem Schneiden hier nicht hinbekommen. Also ohne den Zauber wäre man doch schon relativ. Ja. Hat man schon Probleme mit nur 10 Mal Kraftwasser, von dem man vielleicht noch mehr Feuer benutzt hat. Ah! Maxim! Jo. Geht ab. Jetzt wird zum Beispiel hier mal der Bombenangriff angebracht. Ja, prügelt mich erstmal eine Runde weg. Also meine Zornpunkte weiter in die Höhe treiben. Ist natürlich gut für uns. War es das schon? Ja. Easy. Maxim! Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Oh, die Melodie, oh mein Gott. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Doch. Doch, ganz trocken. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja. Dieses Licht birgt eine Macht, die Welt zerstören könnte. So hat man es mir erzählt. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Die Monster haben bereits angefangen, Menschen anzugreifen. Und warum muss ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist ja stärker, als man denken mag, aber ist dir nicht auch aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen. Ohne diese Kunst, die erlernt zu haben, das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach herausfinden. Also wirst du wirklich gehen, Maxim. Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum?
Wir werden zusammengehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tier. Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Warte, Tier, laufe nicht so rum. Es ist sehr gefährlich. Weiß ich auch. Tier! Ja. Frau Lugin. Nein, Spaß. Erstmal den nächsten Mob vernichten. Ach, diese Romanze. Bist du verrückt? Danke, Maxim. Es tut mir so leid. Ist schon gut hier. Wir werden zusammen gehen. Einverstanden. Tia schließt sich an. Joa, damit hätten wir das auf jeden Fall auch geschafft. Jetzt haben wir einen zweiten Mate sozusagen. Kann auch schon ein paar Sachen. Also angriffstechnisch ist natürlich überhaupt nicht gut. Von wegen mit dem Schwert, ich hab eine fucking Peitsche in der Hand. Guck dich das an. Ich kämpfe mit einer Bratpfanne. Wie rassistisch ist das denn bitte? Frauenfeindlich. Die Feministen müssten das Spiel mal haten, so 20 Jahre später, dass die hier mit einer Bratpfanne, einem Minirock und einem Tablett kämpft, ja? Was ist das? Ja, das Spiel kommt noch aus einer Zeit, wo man sich über so einen Scheiß nicht aufgeregt hat. Was glaubt oder nicht? So, auf zum nächsten. Ich dachte, natürlich auch komplett gut ignoriert. Ach ja, ne, jetzt sehe ich gerade, jetzt wo wir mehr Leute haben, kommen natürlich auch mehr Monster. Aber wie gesagt, Tia ist quasi der Mage des Teams. Macht zwar jetzt nicht so viel her, aber naja. Man nimmt, was man kriegen kann. So, hier haben wir einen Tempel. Ich würde sogar mit zum viel Glück auf eine Reise nach Lunaria. Ach ja, ne, wir hätten einfach nicht einfach so durchgehen können. Diese Brücke wäre zerstört gewesen, wenn ich mal direkt erkundet hätte. Wie es wir den Fisch hätten besiegt. Ne, hier, die mögen doch keinen Funken. Richtig, One-Hit mit hier? Das wäre ganz gut. Muss ich die Zeit verschwenden? Komm, ja, komm, war gut. Good job, Tier. Good job. Das Lustige ist, dass eigentlich mein Maxim den Jaguar-Ring hat, aber sie ist trotzdem schneller. Was natürlich auch als Mage ziemlich gut macht, weil wenn jetzt ein paar Member down sind, dann kann sie halt einfach ganz gut heilen. Wie gesagt, ist eher der Support. Ey, holt dich mal. Ich auf den Sack. Schaffst du den? Mit einem Volltreffer gerade so. Was willst du? Das geht auf alles, auf jeden Fall alles hier nach vorne. Wunderwald, Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das kämpfen, das ihr glaubt. Tut ihr das? Ich denke schon. Ich verstehe. Dann stellt euch vor die Quelle. Es ist der heilige Platz des Kapselmonsters Fumi. Willkommen bei Yu-Gi-Oh! Wenn ihr einen gerechten Kampf führt, dann wird Fumi sich euch gerne anschließen. Fumi akzeptiert dich. Passt gut auf ihn auf, er wird dein treuer Begleiter sein. Kapselmonster Fumi schließt sich an. So, damit haben wir jetzt schon. Oh, der Fumi einen Namen. Avor. Wie wär's denn mit. Mit. Keine Ahnung, Fumi? So. Joa. Jetzt haben wir damit schon mal zwei neue Mitglieder und ich denke, das wäre gar keine schlechte Stelle, den Part zu beenden. Damit haben wir dann schon mal wieder einen guten Teil der Insel hinter uns gelassen und zwei neue Teammitglieder bekommen. Ich finde, es ist ein ganz guter Fortschritt.
nicht zu viel Scheiße gelabert diesmal. Ja, aber ich behaupte, wir sehen uns dann zu Part 4. Und bis dahin.